Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Hightex. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vorab, bitte entschuldigt mich, ich bin etwas erkältet und deswegen höre ich mich heute etwas anders an. Aber hier schon mit dem Unboxing vom neuen Sony Flaggschiff, den Sony Xperia Z. Das ist das neue High-End Flaggschiff aus dem Hause Sony und ist auch zurzeit das beste Gerät, was auf dem Markt ist. So sieht die Verpackung aus. Ihr seht es hier, Xperia Z. Das sieht jetzt hinter der Kamera blau aus, es ist aber wirklich ein lila Ton, denn wir haben hier das Gerät in lila. Und hier hinten noch mal ein paar Highlights. Ihr seht hier die Mobile Bravia Engine 2, den Exmor RS Sensor und so weiter. Wir machen mal hier die Verpackung auf. Zum Vorschein kommt natürlich das Gerät und hier auf der Verpackung seht ihr auch noch mal den Xperia Schriftzug. Nehmen das Gerät heraus. So sieht es schon mal aus. Und in der Verpackung wieder wie üblich ein paar Kurzanleitungen. Dann hier das Netzteil zum Aufladen des Geräts. Das Micro-USB-Kabel. Ein paar Ohrpolster für das mitgelieferte Headset, das wie folgt aussieht. Ihr seht es hier, das ist das Headset und das war es auch schon vom Lieferumfang des Xperia Z. Gut, hier haben wir jetzt das Sony Xperia Z noch in dieser Folie verpackt. Wir nehmen es mal hier raus und dann hier vorne natürlich noch eine Folie drauf, hier hinten ebenfalls noch eine Folie. Diese Folie entfernen wir jetzt erstmal und dann sieht das Gerät doch schon mal viel besser aus. So. So sieht es dann wie folgt aus. Das ist das Sony Xperia Z ohne Folie. Gut, hier haben wir jetzt das Gerät. Es liegt wirklich schon mal sehr gut in der Hand. Das ist schon mal der erste Eindruck. Und ihr seht selber, es sieht in lila ziemlich gut aus. Es wirkt hier im Video jetzt blau. Es ist aber ein lila Ton und wir machen mal einen kurzen Rundgang um das Gerät. Wir haben hier oben nämlich zum einen die Ohrmuschel, dann hier unsere Frontkamera, das Sony Logo und hier drüben noch ein paar Sensoren. Wenn wir etwas rauszoomen, finden wir darunter das große 5 Zoll Mobile Bravia Engine 2 Display mit einer Full HD Auflösung, sprich 1920x1080 Pixel. Und das Ganze mit einer Pixeldichte von 443 Pixel per Inch, was sehr, sehr ordentlich ist. Hier unten haben wir dann noch ein Mikrofon, wenn wir dann telefonieren, dass wir hier reinsprechen können. Auf der linken Seite finden wir hier oben, natürlich versteckt, unseren Micro-USB-Anschluss zum Aufladen des Geräts. Da kann auch kein Staub rankommen. Dann haben wir hier unseren Micro-SD-Karten-Slot. Ihr könnt also den internen Speicher von 16 GB auch noch durch Micro-SD-Karten erweitern. Dann haben wir hier zwei Konnektoren, wo ihr das Gerät dann auch eine Dockingstation anschließen könnt. Und dafür sind die beiden Konnektoren da. Dann haben wir hier unten auf der Unterseite nicht viel. Ihr seht diesen Lanyard-Anschluss. Dann haben wir hier unseren Lautsprecher. Die Lautstärkewippe, den An- und Ausschalter des Geräts und hier auch unseren Micro-SIM-Karten-Slot. Ich gehe da mal mit dem Fingernagel rein. Ihr seht, es geht auf. Da könnt ihr den Micro-SIM-Slot herausholen. Müsst ihr mit dem Fingernagel ein bisschen reingehen. Das ist dann hier diese kleine Schale, wo ihr eure Micro-SIM-Karte einfach drauflegt und dann in das Gerät hineinschieben könnt. Auch das machen wir wieder zu. Und oben haben wir noch unseren 3,5 mm Klinkenstecker, den wir hier sehen. Auf der Rückseite dann unsere 13 Megapixel Kamera, ein LED-Blitz, hier noch ein Mikrofon und das ist einfach nur ein kleiner Aufkleber, das Xperia-Logo
Und hier unten noch ein paar Kennungsnummern für den Akku, der ja fest verbaut ist. Ja, von den Maßen her ist das Gerät 139 mm in der Höhe, 71 mm in der Breite und an der tiefsten Stelle ist das Gerät 7,9 mm dick oder dünn, wie man das bezeichnen möchte. Ich meine, das ist für ein 5 Zoll Smartphone dieser Größe sind 7,9 mm Tiefe wirklich sehr schlank, sehr dünn. Und ihr seht hier, das Gerät ist eckig, kantig gebaut. Hier diese Ecken und Kanten. Und auch die Rückseite, es besitzt keine Wölbung, keine Erhebung. Wenn ihr es also auf den Tisch legt, es liegt glatt auf dem Tisch. Und ja, daher kann man natürlich ein bisschen Bedenken haben, dass hier auch mal Kratzer reinkommen, wenn man es einfach auf den Tisch legt. Aber es ist ein kratzfestes Mineralglas, sowie hier vorne als auch hier hinten verbaut, sodass da eigentlich so leicht keine Kratzer reinkommen sollten. Und dennoch kann es immer passieren, dass trotzdem Kratzer ja hier reinkommen. Das ist natürlich etwas schade, deswegen würde ich mal sagen, dass ihr da etwas vorsichtig umgehen müsst mit diesem Gerät, um Kratzer zu vermeiden. Aber sonst, ihr merkt's. Ja, es ist ein kratzfestes Mineralglas. Ja, technisch in dem Gerät ein Qualcomm Snapdragon S4 Pro Quad-Core-Prozessor verbaut mit 1,5 GHz je Kern. Der ist wirklich sehr, sehr schnell, sehr ordentlich. Als Grafikeinheit dient eine Adreno 320 GPU. Die ist übrigens auch sehr, sehr schnell. Intern 16 GB an Speicher verbaut. 2 GB RAM haben wir hier noch. Und auf dem Gerät läuft bereits ab Werk schon Android 4.1.2 Jelly Bean. Android 4.2 Jelly Bean wird aber auch demnächst bald folgen. Das wird an dieser Stelle von dem Unboxing-Video gewesen sein. Und ich hoffe, ihr konntet sehen, was alles in dem Lieferumfang enthalten ist, wie das Gerät denn so aussieht. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim Review-Video wieder dabei seid, das in den nächsten Tagen folgen wird, gemeinsam mit dem ausführlichen Testbericht auf unserer Website. Wir würden uns also freuen, wenn ihr unseren YouTube-Channel abonniert, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und bedanken uns bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.